Hier wieder ein Tipp für euer S23 Ultra, funktioniert aber auch mit anderen Samsung-Modellen. Und zwar, wie ihr einen Screenshot machen könnt. Und zwar drückt ihr dazu gleichzeitig die Taste Lautstärke nach unten und die Power-Taste. Und das Ganze drückt ihr ganz kurz, also, habt ihr es gesehen? Hat ganz schnell einen Screenshot gemacht, also einfach nur ganz kurz beide Tasten gleichzeitig drücken und er macht einen Screenshot. Eine weitere Möglichkeit ist es, mit der flachen Hand von links nach rechts zu wischen. Allerdings, das funktioniert nicht so gut, finde ich. Also entweder liegt es an meiner Hand oder es liegt am Smartphone bzw. an der Technik. Ja, also ich finde diese Option besser, denn ihr seht, es macht oft irgendwas anderes. Das Ganze könnt ihr natürlich einstellen, indem ihr hier auf Einstellungen geht, dann auf erweiterte Funktionen, Bewegungen und Gesten und scrollt dann runter bis zu Screenshot und müsst das hier einfach aktivieren bzw. deaktivieren. Ja, für weitere Tipps lasst ein Abo da und drückt die Abo-Glocke. Ciao und Arrivederci.